Laufen wir jetzt eigentlich richtig? Also, I don't know. Okay. What can we do? Ich könnte ihn mit meiner Schleuder ins Gesicht schießen. Aber ich glaube, dass dann dadurch ein paar andere Leute da wach werden. Wir probieren es trotzdem. Bist du dir sicher? Absolut. Ich bin's leid, wegzulaufen. Am anderen Ende? Also nicht da, wo wir hergekommen sind? Scheiße, der hat einen Helm auf. Aber sicher bin ich mir nicht. Oh, shit. Okay, jetzt haben wir ein Problem. Jetzt gehen wir doch in die andere Richtung. Jetzt ist, Jojo, wir probieren es aus. Wir gehen einfach da lang. Weil da hinten ist zu viel los. Scheiße, das darf doch nicht wahr sein. Wir sind erledigt. Also, ich gebe mein Bestes. Aber ich gebe die Hoffnung gerade leicht auf. Wir gucken mal. Die Zelte! Durchsuch die Zelte! Ja, ja, durchsuch die Zelte. Kommen wir hier durch? Hey, schade, nein. Soldaten, berichten! Hey. Ha, okay. Ja. Also es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Möglichkeit Nummer eins ist Ciao Kakao. Dann los. Okay, das hat sogar geklappt. Können wir hier im hohen Gras einfach chillen? Geht das? Das geht sogar. So denn. Ciao, Kakao. Ich hab genug auf Lager. Ich seh nicht. Ey, fieser Wicht. Mach doch nicht sowas. Und, Icy Cat. Hi. Herzlich willkommen bei unserem kleinen Spiel. Und schön, dass du eingeschaltet hast. Okay, wir haben jetzt die beiden. Ist das, oh Gott. Okay, warte mal, kann ich den jetzt einfach auch so? Lasst uns in Frieden. Das war unglaublich. Ja, das war. Willst du den Krieg etwa im Alleingang gewinnen? Ich weiß es nicht. Ist es einer mit Helm? Nee, ist es nicht. Okay. Na dann können wir auf jeden Fall den Krieg hier gewinnen. Angriff ist doch die beste Verteidigung. Da seid ihr ja. Halt's Maul. Okay, er konnte keinen Alarm schlagen. Ich muss sagen, diese Position sieht nicht sehr gut aus für dich. Na los, sie kann doch nicht einfach weg sein. Muss ich jetzt hier jeden Einzelnen umbringen? Also... Warte mal, kann ich die nicht... Also wir müssen es wahrscheinlich nicht. Also wir können ja auch mal gucken, dass wir hier so... Was ist das denn hier? Die Kriegserklärung der Engländer. Was? Oh, es war nichts, ne? Oh Gott! Oh Gott, das war gar nicht gut. Ich weiß, dass ihr hier seid. Hä? Oh shit. Kommt schnell! Oh Gott. Ja. Ich hab gedacht, wir. Das ist unglaublich, wir sind schon wieder am Anfang. Wir sind wirklich am Anfang? Ja, wir sind wirklich am Anfang. Jetzt euer Ernst? Okay,
Aber wir können ja auch mal die andere Seite gehen. Also wir können ja erstmal hier ein paar Steine wieder mitnehmen. Wir gehen jetzt einfach mal die andere Seite lang. Warum nicht? Gut, das haben wir voll. Vielleicht können wir ja auch einfach hier hinten lang laufen. Wer weiß. Soldaten, Bericht! Noch immer nichts. Sicher, dass sie das Lager nicht verlassen hat? Aussperren. Teilt euch auf und achtet auf die Zelte. Ja. Okay. Cool, cool. Geh diesmal gleich in die richtige Richtung, Benny. Ja, ich gebe mein Bestes. Kommen wir hier? Nee, kommen wir nicht. Okay. Da ist eine Kiste. Oh, da ist jemand. Ist hier immer noch einer? Nee, ne? Was? Hier ist. Was war das? Ich sehe mal nach. Ja, seh mal nach. Bist du dir sicher? Absolut. Ich bin's leid, wegzulaufen. Das war aber auch nicht. Also, das wollte ich eigentlich nicht. So, kann er uns da hinten sehen? Also, oder ist der. Nee, okay. Was war das? Ich seh mal nach. Hier! Was soll der Unsinn? Dann los. Hey. Hör doch auf, mich hier zu sehen! Also, warum sehen die mich andauernd? Ja, da ist nichts gewesen, alles cool. Bin ich jetzt hier draußen? Warte mal, dich muss ich noch umlegen. Ja, kein Bock auf dich. Wollt ihr noch mehr? Ich hab noch genug auf Lager. Warum liegst du hier rum? Das ist auch ein geiler Spruch. Warum liegst du hier rum? Wer war das? Lasst uns in Frieden. Das war unglaublich. Ja, ja. Willst du den Krieg etwa im Alleingang gewinnen? Im schlimmsten Fall, ja. Kann ich hier noch irgendwas mitnehmen? Nein! Können wir jetzt hier raus? Geht das? Oh nein! Das lief ja mal gar nicht so gut. Ich wollte mich gerade schon feiern. Ich zahle Lösegeld für die Derun-Kinder und muss sie eigenhändig fangen. Diese Plantagenets sind nutzlos. Er hat meine Eltern getötet. Er wird uns umbringen. Melly, lauf! Okay. Alicia, wir sind weg. Zurück. Oh, das Mädchen, Bruder. Was habt ihr getan? Gar nichts. Wir haben nichts getan. Die wollen wir hoch. Lass uns abhauen. Hier geht's raus. Schnell. Weiterlaufen, Hugo. Folge Melly. Nimm doch die Leiter. Amicia, die kriegen dich nicht. Hör auf, wegzulaufen. Gib uns die Go. Ja. Wo geht's denn? Sie hier lang. Es läuft die Zeit davon. Schnell. Verschlossen. Scheiße. Ich drück die Tür auf. Alles klar. Okay. Weiter. Was hab ich da gerade gesehen? Ist mir scheißegal, was du da gerade gesehen hast. Ich bin weg, mein Freund. Oder auch nicht. Ich dachte, wir sind jetzt am Rennen und nicht am Sneaken. Okay, hier sind wir anscheinend wieder am Sneaken. Alles klar, weiter. Okay. Was ist das? Maul. Oh Gott. Ich habe mich jetzt nicht getroffen. Na, dann komm mal hier hoch. I'm waiting for you. Alles klar. Weiter. Die Luke da. Das könnte unser Weg nach draußen sein. Da ist deine Kette. Melly. Komm schon, okay. Komm schon. Brech die Tür auf. Vorwärts. Sie haben die Tür geöffnet. Sie sind hier. Ich kümmere mich um sie. Oh Gott, das war gar nicht gut. Haltet den Mund! Lasst uns in Frieden! Das war jetzt knapp. Oh Gott. Da! Dort drüben! Schnappt sie! Ja, jetzt kommen die mit Pfeil und Bogen an. Amicia? Arthur! Das war Arthur!
durchs Auge durch. Was? Die Kriegserklärung liegt beim Schuhschmied rum? Ja, die habe ich jetzt vergessen mitzunehmen. Der fahrt vor uns. Es ist ja hier aufregend, also ist ja schlimm. Wo ist denn jetzt Lukas? Weißt du, wo wir hin müssen? Erstmal müssen wir uns verstecken. Arthur und ich wissen wo. Und Lukas? Er wartet beim Chateau. Alles zu seiner Zeit. Okay. Wir sehen Lukas wieder. Yes. Das hoffe ich. Ich mag Lukas. Er ist nett. Oh, was ist mit ihm los? Spar dir deinen Atem, Hugo. Das ist der Weg. Wir müssen weiter. Was hat er denn am Hals? Noch sind wir nicht in Sicherheit. Das sieht ja gar nicht so gut aus. Hey, kleiner Mann. Sag mal, warum zum Teufel ist die Inquisition hinter euch her? Was ist so besonders an dem kleinen Kerl? Das ist kompliziert. Was ist mit deinem Bruder? Kommt er zurecht? Er wird bald zu uns aufschließen. Er hat uns das Leben gerettet. Das war unglaublich. Hey, oh ja. Verlieb dich bloß nicht in ihn. Er bricht dir sonst dein kleines Herz. Was? Nein. Hey, eine Mühle. Ja, okay. Wir nutzen sie zur Überquerung. Mit Romance? Vor allen Dingen, sie hat ihren Bruder ja eigentlich nur maskiert gesehen. Mühle, hey, langsam. Also. Verschlossen. Ich mach das. Dafür haben wir Melly. Unsere kleine Schlossknackerin. Offen. Offen. Oh, das ist ja riesig. Damit malt man den Weizen. Ein bisschen Stuff mitnehmen? Man weiß ja nie. Ist noch besser? Die Strömung ist zu stark. Wie kommen wir auf die andere Seite? Ja, hier, guck mal hier. Und wie sollen wir es anhalten? Amicia, wir finden eine Lösung. Hugo, kümmerst du dich darum? Warum denn? Wir müssen zuerst das Rad anhalten, sonst nimmt das ein böses Ende. Achso. Okay, wait. Na dann. Warte. Dann machen wir so. Ja, ja, bremsen, ja. Melly, übernimmst du? Ach so. Na schön, dann Schleuse und Bremse. Und zwar gleichzeitig. Das überlasse ich dir, Hugo. Ja. Was macht... Jetzt der Kleine, also, hä? Ich fülle hier einfach irgendwelche Befehle aus. Ich habe keine Ahnung, ob hier was richtig ist. Okay. Kann ich jetzt ihr sagen, lass los? Halt, verstanden. Und ihr sagen dein da? Einsatz, Melly. Ist das richtig, was ich hier mache? Wäre unten. Versucht nicht ins Wasser zu fahren. Okay. Nice! Na bitte, siehst du ein Kinderspiel? Wir haben die Mühle besiegt! Wenn es die Inquisition bis hierher schafft, müssen sie hier erstmal vorbei. Okay, aber wir haben hier auf jeden Fall erstmal wieder ein bisschen Loot-Stuff. Den nehmen wir erstmal mit. So. Dave hat gesagt. Tasche vor Schleuder vor Ausrüstung. Das heißt, ich würde zuerst die Tasche. Dann kann ich mich mehr Loot mitnehmen. Und Loot ist gut. Das sollte mir die Sache erleichtern. So, jetzt könnte ich noch den Beutel machen oder die Munitionstasche. Chat. Munitionstasche oder Beutel? Oder wir gucken ganz kurz, weil wir können ja jetzt wieder ein paar Sachen wieder mitnehmen, weil gerade konnten wir ja nicht alles mitnehmen. Okay, ich konnte eine Sache mitnehmen. Sehr gut. Aber Chat, was würdet ihr sagen? Was habe ich gesagt? Beutel oder Munitionstasche? Genau.
Beutel oder Munitionstasche? Also Munitionstasche ist natürlich, ne, mit 14 Geschossen, wäre schon nice. Da Black Boss Snake nicht da ist, sag ich mal, für ihn Kneipe. Stevie, es ist immer eine Freude, dich im Chat zu lesen und richtig produktiven Stuff mit mir zu teilen. Danke dafür. Aber ich weiß, hast du für Black Boss Snake gemacht? Kneipe. Wobei, Beutel haben wir noch gar nicht gemacht. Was macht nun mal der Beutel? Verringert die benötigte Zeit, um mit Präzision zu schießen. Ich würde den Beutel ausbessern, genau. Also Beutel, glaube ich, ist auch gar nicht so verkehrt, weil wir haben noch gar nichts vom Beutel gemacht. Wir haben gerade gesehen, das Anvisieren dauert doch ein bisschen lang. Also machen wir Beutel. Das, was Jojo sagt. Nicht schlecht, gar nicht schlecht. Das sieht gut aus. So, wenn ich sowas da sehe, denke ich mir, ich kann dagegen schießen. Gut gesehen, danke. Das heißt, wir können jetzt hier rein? Komm, Melly, wir versuchen hochzuklettern. Also schön. Und was ist mit mir? Wir sind bald zurück, versprochen. Na gut. Hier ist nicht viel. Doch, ein Hufeisen. Und was ist das denn? Ein Hufeisen. Toll, wir sind reich. Das macht uns zwar nicht reich, aber Glück können wir gut gebrauchen. Okay. Wenn sich das Glück unter Pferde suchen könnte, wären Hufschmiede die Herren der Welt. Ey, haben oder nicht haben? Kann ich jetzt hier noch was mitnehmen? Ja, kann ich. Sehr gut. Wir können hier durch. Na los! Versuchst du mich zu beeindrucken? Nein. Gut, komm mit. Es ist schön hier und es riecht nach Erde. Das Akaduk. Ist Lukas hier? Das hoffe ich. Stellt keine hohen Erwartungen an euer Chateau. Warum? Hier gab es mal ein Dorf. Aber es wurde vor langer Zeit in nur einer Nacht im Erdboden gleichgemacht. Ach du Heilige. Die Gegend soll verflucht sein. Okay, aber daher müssen wir jetzt erstmal uns mal ein bisschen umschauen. Ja, natürlich. Seid wach. Oh. Hier haben also Leute gelebt? Huch. Hier, guck mal. Blümchen. Ja. Hallo? Nimmst du? Machst du? Kennst jetzt. Du dich vielleicht? Weißt du, glaube ich. Niemand mag ihn wegen der Dornen. Aber er ist gut fürs Herz. Du bist ja ein wandelndes Lexikon. Das weiß ich von Mama. Und jetzt bringst du es mir bei. Zeigst du mir dann, wie man die Schleuder benutzt? Abgemacht. Vielleicht. Weißdorn. Ist hier sonst noch was Schönes? Ja, hier haben wir noch was Tolles gefunden. Schnur. Was treibt ihr denn? Nur ein Abstecher. Wir müssen gucken. Hallo? Nachher verpassen wir hier was Gutes. Wie zum Beispiel sowas. Schöne, gute Leder. Für dich vielleicht unwichtig, für uns interessant. Weil können wir gebrauchen. Ich will hier rüber. Ich kann nicht. Okay, wir gehen Alicia. Weiter. Ist ja. Hugo, was ist denn? Komm her. Ihm geht's nicht besser. Also, die Sachen hier mit dieser Dingsbummens am Hals ist schon nicht so nice. Geht es wieder los? Dein Kopf? Es ist, als ob etwas in mir wächst. Meine Beine. Sie zittern so. Sag nicht, dass er gebissen wurde. Das hat nichts mit dem Biss zu tun. Etwas ist in seinem Blut, schon seit Jahren. Ich muss ihn tragen. Kletter auf meinen Rücken, wenn du kannst. Los, der Arme. Und wir haben du für ihn keine Medizin. Keine Sorge. Wenn es in seinem Blut ist, was ist dann mit dir? Mir geht's gut. Lukas versucht, die Entwicklung zu bremsen. Auch deshalb wollen wir zum Chateau. Ja. Amicia, ich habe solche Angst. Wovor denn, Hugo? Was in meinem Kopf ist. Keine Sorge. Das geht auch Erwachsenen so. Wir sind da. Jetzt kannst du dich ausruhen. Endlich. Hilf mir mal, das hochzuheben. Ich komme. Hugo, bitte geh wieder runter. Okay. Auf geht's. Oh Gott, was ist das denn? Geiles Geheimversteck.
Ist das dein Haus? Das ist ein Versteck, Kleiner. Zum Verstecken, nicht für die Bankette des Adels. Fass das nicht an! Das ist der Dietrich meines Bruders. Ist eine Menge wert. Wie lange lebt ihr denn schon so? Du meinst wie Vagabunden und Bettler? Familientradition. Unser Vater war ein Mistkerl. Wollte uns einmal zu oft verprügeln, also sind wir abgehauen. Aber ihr seid ja adelig. Adelig? Amicia? Was soll das heißen? Mir ist kalt. Sieh doch. Sieh uns an. Wir haben alles verloren. Was meinst du? Wer bezahlt uns dann? Was redest du denn da? Euer Freund Lukas hat gesagt, ihr wärt reich. Vergiss es einfach. Legt euch auf Arthurs Strohmatte. Und wenn er wiederkommt, besprechen wir das Ganze. Also man muss aber wirklich sagen, die waren oder sind schon adelig. Also die waren schon in eher eine gehobenere Klasse. Also das könnte ich schon mal so zugeben, ne? So, siehst du was? Nein, nichts. Hey, Jungs! Hier rüber, ich brauche Hilfe! Okay. Wo kommt man da hin? Nach draußen. Ja, aber wohin genau? Vertrau mir einfach. Und dein Bruder? Er hätte längst hier sein müssen. Tut mir leid. Totgesagte leben länger. Ach du Scheibenkreise. Mist. Runter. Er trägt einen Helm. Devorantes. Was? Devorantes. Salpeter und Alkohol. Das verbrennt das Gesicht und frisst sich durch Stahl. What? Das haut jedem den Helm vom Kopf. Mach mir mal was davon fertig. Gut. Mein neuer Lieblingsstoff. Los, ziel auf den Helm. Ja, auf jeden Fall. Auf Wiedersehen, mein Freund. Schleuder ihm einen Stein an den Kopf. Los. Achso, jetzt ist auch noch ein Stein dahinterher. Das geschieht ihm recht. Das ist laut. Wie wär's mit ein bisschen mehr Begeisterung? Ich kann damit die Helme kaputt machen? Wie nice ist das denn? So vorsichtshalber, ne? Man weiß ja nie. Ne? Scheiße, da drüben. Da ist einer mit Helm. Weißt, was zu tun ist. Ja. Ihr kommt, wenn ich die erwische. Weißt du, wo die Schleifsteine sind? In einer der Kisten. Aber da herrscht höllisches Durcheinander. Hm? Was war denn da? Warte nur, bis ich dich finde. Ich sag's doch, ich kriege euch. Halt's Maul. Kurz und schmerzlos, Quill. Wenn zwei von denen unterwegs sind, sind hier sicher noch mehr. Wir müssen hier verschwinden. Wir müssen zurück zum Akadukt. Ich weiß. Wo ist das Château d'Ombrage? Hier, ja, folgt mir. Es tut mir leid, so Château d'Ombrage. Das hört sich für mich leider immer an wie Château am Arsch. Oh nein, ich wusste es. Nur die Ruhe. Wir brauchen mehr davon. Hier sind überall Spuren. Hier wimmelt es vom Wildschwein. Seht ihr das beleuchtete Fallgitter da drüben? Das ist unser Ausgang. Hört zu. Okay. Amicia, du hast die Schleuder. Du gehst zuerst. Go. Halt die Augen offen und sei leise. Ist gut. Verstanden. Und tötet die anderen. Sofort. Sie sofort. Suchen immer noch nach mir. Ach du Scheiße. Das war jetzt nicht so geplant, Freunde. Also, okay. Musst du jetzt hier so hingucken? Okay, warte mal, dich kriege ich. Nee, okay, warte, falsch ausgewählt. So, Nummer 1 ausgeschaltet. Dum-dum-dum. So, jetzt nehmen wir uns den hier vor.
Ja, dreh dich mal um. Ich mag den neuen Stoff. Der gefällt mir richtig gut. Hast du einen Helm auf? Nee, ne? Du hast keinen Helm auf. Du bist helmlos. Wiedersehen. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Also ich mag dieses neue... Ist auch ganz schön frisch heute. Was? Er ist frisch? Was? Oh, warte. Moment. Warte für dich. Ja, warte. Was kurz. Was ist das? Eindringling! Halt's Maul. Und halt's Maul. Dich habe ich ja gar nicht gesehen. Dann war jetzt... Oh Gott, da kommt der Nächste. Und den interessiert's überhaupt nicht. Okay. Der Vater. Namen Benny, Namen Chat. Benny ist so braun. Ja, ich bin leicht gebräunt. Oh, warte. Leicht gebräunt bin ich, der Vater. Hatte Urlaub. Und bei einer Sonne. So, jetzt haben wir hier erstmal die ersten erledigt. Hätten wir bestimmt auch sneaky machen können. Bis zu einem gewissen Teil. Aber warum? Warum, wenn wir es auch anders machen können? Ah. Jetzt ist die Frage. Chat, ihr entscheidet. Den zweiten Abschnitt, weil wir müssen ja anscheinend... Warte mal, wo müssen wir hin? Dahin. So, wir haben jetzt noch... Wir haben ein paar Gegner. Ich gehe nochmal auf Klo. Ihr entscheidet. Chat. Machen wir sneaky oder wollen wir es alle platt machen? Wie soll Betty vorgehen? Alle platt machen. Platt machen, zwei. Ein platt machen, zwei kill them all. Okay, okay. Chat, wir machen alle platt. Hab ich auch Bock drauf. So. Dann fangen wir mal mit dem Typen da drüben an. Stimmt, du warst ja da. Die Kinder sollen die Engländer ganz schön auseinandergenommen haben. So eine Explosion war schon. Wir klingeln jetzt nach oben. Wir haben ihn Halunken erwischt. Ein junger Dieb, der hinter uns geholfen hat. Mal kurz mal gucken. Da kann er sich glücklich schätzen. Wüsste er nichts über den Jungen, hätte man ihn sofort für Frischfleisch verarbeitet. Mit wem quatscht er? Egal. Sind wir auch einen Helm auf? Halt's Maul. Oh Gott, shit. Jetzt wird's aber. Jetzt wird's plötzlich. Jetzt wird's aber enge. Oh Gott, das war knapp. Aber wir haben es geschafft. Ist da noch einer? Ach nee, da ist Melly. Nehmen wir erstmal hier wieder ein bisschen Loot mit. Oh! Noch mehr Loot? Aber ich finde das mit der Säure finde ich geil. Das eine Karte von Frankreich. Was haben die Dreckskerle nur vor? Eine Karte von Frankreich. Oh. Von der Liberty City. Was ist er denn? Oh, warte mal, da sind noch zwei. Na, die wollen wir uns natürlich auch noch holen, ne? Also wenn, dann sagen wir hier alle platt machen. Was ist denn jetzt los? Der Vater! Yay! Hier, mein Prime Loot! Yes! Danke dir für den Prime Loot, der Vater. So, warte mal, da drüben sind aber noch... Oh. Hier rein Blut. Stimmt, habe ich aktiviert. Was ist es? Was? Was? Was war das? Was ist es? Ich habe keine Ahnung, was das war.
Aber du wirst gleich sehen, was es ist. Was? Tschüss. Das Geräusch her. Was ist das? Tschüss. Und jetzt kriegt ihr beide noch einen. Tschüss. Oh, das war nicht gut. Das war jetzt sehr knapp. Aber geschafft ist geschafft, ne? Ob knapp oder nicht. Ist ja gut so. Okay, aber die haben keinen Loot mehr. Da ist auch kein Loot. Haben wir jetzt alle erledigt? Ich würde sagen, ja. Auftrag erfüllt. Und gar nicht mal so schlecht. Sind wir da? Das Gitter ist unten. Es gibt immer einen Nebeneingang. Okay. Da! Da nichts wie raus hier. Weiter. Los. Sehr freundlich von euch, eure Hoheit. Was ist dein Problem? Also, hallo? Hallo, weiter. Was habt ihr mit mir vor? Vorsichtig, da ist Lukas. Bald kommt der Karren mit neuen Vorräten. Sie werden dich in die Stadt mitnehmen, zur Basis. Ja, ist egal, Stadt Matthias. Hey, wer war das? Ich. Bin ich mal um? Hey, ich bin so froh, euch wiederzusehen. Wer war das? Hey, du siehst nicht übel aus. Ja, ich war in einem Käfig und dann gab es eine riesige Explosion. Boom, dann sind wir zu Mellies Haus. Und sie hat viel geflucht. Das habe ich gehört. Was ist mit dir, Lukas? Alles gut? Könnten wir das unterwegs besprechen? Oder sollen wir Wein und Braten rausholen und darauf warten, dass sie uns abschlachten? Was meint ihr? Du hast recht. Gehen wir. Also ich mochte Mellie bis zu einem gewissen Punkt. Na dann los. Aber kommt, es ist nicht mehr weit bis zum Aquädukt.